Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Let's Play Fans bei Fizz. Ja, ich muss zugeben, ich habe zwischen dieser und der letzten Aufnahmesession geguckt, was es mit der Eule auf sich hat. Also dem Eulenraum, in dem wir neulich festgesteckt sind, der hier ist. Ja, da war was mit dem Leuchtturm. Da können wir noch nicht lang. Das war, glaube ich, der Raum, wo wir... Ja, genau, das war der Raum, wo wir alle Würfel brauchen, um ranzukommen. Und außerdem ist das das falsche Gebiet da hinten. Also ja, letztes Mal haben wir ja hier unten alles geklärt. Gott sei Dank. Dieser Raum hier und dieser Raum hier, das sind Special-Räume für ein noch größeres Secret als die blauen Würfel. Also dazu kommen wir dann später. Hier fehlt uns die Eule, die sieht man da oben. Die können wir uns dann nachher auch holen. Hier ist noch so ein Säulending mit einem Text diesmal aber. Hier genauso. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu diesem Säulending und entschlüsseln den Text, wenn wir da hingehen. Ich will jetzt aber erstmal die Eule machen. Einfach der Vollständigkeit halber. Die Eule ist beim Leuchtturm. Und da kommen wir am besten von dem Portal aus hin, weil ansonsten müssten wir den ganzen Leuchtturm hochkraxeln. Darauf habe ich sowas von gar keine Lust. Das heißt, hoch zum Porter. Und jetzt müssen wir nur gucken, wo wir rein müssen. Ich spring mal hier rein. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, die Eule zu lösen, habe ich festgestellt. Die eine Möglichkeit ist der QR-Code auf der Schatzkarte hier. Ja, diese Karte hier, der QR-Code da drauf, ist die eine Lösung. Die andere Lösung, muss ich jetzt nur gucken, ob ich richtig bin. Ja, bin ich. Die andere Lösung ist... Ja, zeige ich euch, wenn wir dort sind. Dafür muss ich erstmal gucken, wie wir hinkommen. Das sieht nicht richtig aus. Ich glaube, da müssen wir ziemlich weit nach unten. Was hier? Nein, hier ist die Windmühle. Ich glaube, hier unten müssen wir hin. Ja. Sehr gut. Hier rein. Und da sind wir schon fast bei der Eule. Ja, hier müssen wir wieder das Ding verdrehen, dass wir da hinkommen. Ja, ich drücke immer Shift statt Steuerung. So. Hier durch. Und hier komme ich nicht hoch. Ja, weil die Eule nämlich hier unten ist. Ja. So, und zwar ist mir das letzte Mal nicht aufgefallen. Das war die falsche Taste. Die Taste brauche ich. Hier über den Männchen hier sind
Tetris-Bausteine. Also das sind keine Antennen oder sowas, wie ich eigentlich zuerst dachte, sondern das sind Tetris-Bausteine. Ja, und die Reihenfolge ist an den Eulenschwänzen, an den Eulenteilen zu sehen, wie ich es mir bereits gedacht hatte. Denke ich ja so mal. Wenn nicht, machen wir es einfach im Uhrzeigersinn. Schmierzettel. Komm zu mir. Okay, das ist DD von hier aus gesehen. So. Von hier aus gesehen, also so wie ich es vermute, dass hier das zweite ist, ist hier auch DD. Hier ist auch DD. Und hier. Ist DA? Ist hier wirklich DD oder ist hier AA? Ne, hier ist DD. DD. Also ich notiere mir mal alle Richtungen DD. Da war DD vorne. Hier ist DA. Und hier ist nochmal DA. Ja gut, das dürfte helfen. Also, versuchen wir es mal einfach im Uhrzeigersinn erstmal. DD, DA, DD, DA. Ah ja. Und an genau den gleichen Code wären wir auch rangekommen, wenn wir die QR-Map benutzt hätten. Aber das Ganze spare ich mir jetzt mal, das Rumgefriemeln mit dem QR-Code. Ja, ich weiß, dass das ein Drehkreuz ist. Danke für die Info. Hopp. Und dann wollen wir da rein. Dann kommen wir nämlich über den Leuchtturm zurück in die untere Nexus. Also ja, wir haben die Eule abgeschlossen. Sehr gut. Das hier hatten wir auch alles abgeschlossen. Ihr könnt ja mal kurz vorlesen, was da oben steht in der Ecke. Also das erste Symbol wäre ein... Na, wo ist es denn, finde ich's? C. Okay, ein C. Dann kommt ein U. See you. Dann kommt ein B. Also CUBE, CUB. Was auch immer das bedeuten soll. Gut. Aber die ganzen Sachen hier haben wir ja eigentlich alle gelöst. Weil Schatztruhen sind eh keine mehr. Zu sehen. So, wo wollen wir jetzt hin? Zurück in die Nexus. Das ist gleich schon der Weg hier. Ja, und dann wollen wir wieder nach oben, wo wir jetzt gestartet hatten. Okay. Nein. So geht das nicht. Hops.
Versuchen wir es einfach hier rüber. Das ist einfacher. Da nicht, da nicht. Und da wahrscheinlich auch nicht. Eher hier. So, die Nexus. Und sind wir richtig? Ja, sind wir. Okay, wir hätten... hier einen sehr komischen Dominostein, den wir uns angucken können. Oder wir gehen erstmal hier hin. Und dann am besten gleich zur Eule. Ja, machen wir das so. Da sind komische Symbole an den Wänden. Ah, das ist der Raum hier. Da will ich auch nicht rein. Nein, ich habe so das Gefühl, ich muss noch weiter runter. Oder hier rein. Oh, hier ist noch ein Thronraum. Der ist aber abgeschlossen. Ja, komischerweise ist der abgeschlossen, aber an dem Thronraum ist auch ein Code. Den schreibe ich jetzt mal von oben bis unten, von oben nach unten ab. Also der wäre DD, noch ein D und 5-mal A. A, 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 2, 3, 4, 5-mal A. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich den anderen Code gehabt. Ach, da. Der zweite Code war DA, 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 nochmal DA und dann DD. Ich weiß nicht. Muss ich die beiden Codes vielleicht hintereinander ausführen? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, hier so einen Code ausgeführt zu haben. Ich kann es ja mal versuchen. Also 1, 2, 3 mal D, 1, 2, 3, 4, 5 mal A, D, A, D, A, D, A, D, D. So rum nicht. Andersrum vielleicht. D, A, D, A, D, A, D, 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 A, A. A, A, A. Nein. Dann muss ich es wahrscheinlich nochmal in dem anderen Thronsaal versuchen. Der wo nochmal war? Nein, das ist unser Dorf. Das waren die Ruinen. Warum zur Hölle ist jetzt der Thronsaal, ich habe nichts gemacht. Wieso ist der Thronsaal jetzt golden? Moment mal. Ein kurzes Momentchen mal. Okay, jetzt weiß ich, was das ist. Dieser Code von den beiden Thronräumen,
Ist derselbe Code wie der QR-Code, den wir in der letzten Aufnahme Session eingegeben haben, sehe ich gerade. Ach, das hätte ich mir dann also auch sparen können. Also ja, das war ein ziemlich langer Code, der QR, das, was ich aus dem QR-Code damals rausgeholt habe. Und das ist derselbe Code, sehe ich gerade. Doof. Hätte ich mir also das auch sparen können. Uns fehlen ja auch nur noch 10 Würfel. Deswegen gucken wir jetzt mal kurz. Ich glaube, ich muss noch weiter nach unten. Hier rein nämlich. Jo. Hier rein. Und hier rein. Und nicht hier hinten. Das hier ist übrigens auch ein riesengroßer Thron. Sondern hier hin. Ja, das machen wir gleich, wenn es soweit ist. Ich will erst einmal runter in die Hütte. Bevor die Eule dort despawnt. Weil sonst muss ich wieder eine ganze Zeit lang warten. Bin ich hier richtig? Ja. Wow. Autsch. Utsch. So, kommen wir runter. Das war wieder nichts. Und ja, es wird schon wieder Tag, also kann ich jetzt die Zeit damit verplempern. Zu sterben. Ja. Nein, kann ich jetzt die Zeit damit verplempern, hier oben das Rätsel zu lösen. Geronimo. So, was hat die Säule zu sagen? Der Text ist ja relativ kurz. Fange ich mal hier auf der kurzen Seite an, weil ich faul bin. Dumm. Und wenn ich merke, dass es wieder dunkel wird, breche ich ab und gehe zur Eule. P. Also das obere ist ein P. Ich hätte die Symbole echt ein bisschen sortieren sollen. PL. Ja, okay, please. Weil das nächste ist ein E und dann kommt das A, also das umgekehrte Dach. Sicher gehen. S. Wo ist das S? Da ist das S, genau. Und nochmal das E. Please. Da habe ich wieder das S. Please, S. Dann wieder ein E. Dann habe ich da das N. Please, send. Wahrscheinlich send. Wo ist mein D? Ja. Please, send. Ein H. Ein E. Wahrscheinlich help, oder?
Ja, das komische F-Symbol ist ein E. Und dann ein P, weil das andere ist ja auch ein P. Okay. Please send help. Bringt uns noch nicht viel. Was sagt das denn? T? R? Das ist wieder ein A. Dann zweimal. Ist das ein P wieder, oder? Das sind zwei P's. Habe ich recht? Ja. Trap. Ja, trapped. Trapped. Dann wahrscheinlich ein I und ein N, oder? Ja, das erste ist ein I. Also trapped I. Ja, gut. Naja, das Wort mache ich noch zu Ende. Ein I und dann ein, wo ist das Symbol, was ich gerade suche? Ein N. Also ja, trapped in.